Hier ist Mr. Lagiol. Heute geht es um 10 Lagiol Taschenmesser von der Schmiede Le Fidèle, alle handgearbeitet in Frankreich. Schauen wir mal kurz an, wie diese aussehen. Das sind die 10 Taschenmesser. Alle haben eine ähnliche Qualität von der Verarbeitung her, von einzelnen Platinen, von der Biene, von der Klinge. Aber hier geht es nicht um unterschiedliche Qualitäten, sondern hier geht es um unterschiedliche Griffmaterialien. Das heißt, wir werden uns gleich eines in Ruhe anschauen und dann vergleichen, wie die verschiedenen Materialien sind, wie die Preise sich gestalten bei den verschiedenen Materialien, wie die aussehen, wie man direkt nebeneinander tut, sodass du wirklich direkt nebeneinander die Unterschiede erkennst und dass es dir leichter fällt, einen Vergleich zu ziehen und zu entscheiden, was du vielleicht später dir beschaffen möchtest oder was in deiner Kollektion noch fehlt. Zusätzlich werden wir auch noch die Geschichte von Charmaine hören. Du weißt ja, in den letzten Videos stelle ich immer wieder mal eine Geschichte vor, wie die Kunden oder die Zuschauer zu dieser Faszination Lagiol gekommen sind. Und heute werden wir die Geschichte von Charmaine hören und dann noch ganz kurz zum Thema Lagiol Stammtisch und zwar virtuell. Bis gleich. Der Ablauf in diesem Video ist ja so, dass ich kurz zu Charmaine, zu der Geschichte von Charmaine was erzähle, dann anschließend zu unserem virtuellen Stammtisch einmal in der Woche noch was kurz sage, dann kommt die Dia-Show mit den ganzen wunderbaren Messern, die ich vorstelle und dann anschließend gehen wir zu den Taschenmessern und schauen wir uns die verschiedenen Materialien an. Und bevor ich das dazu komme, zu der Geschichte von Charmaine, möchte ich noch mal ganz kurz die Kapitel erklären von YouTube. Die sind nämlich wahnsinnig hilfreich. Ich habe immer wieder gesagt, dass du hier die Kapitel aussuchen kannst, aber manche von euch wissen ja noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Deswegen möchte ich die noch mal kurz hier vorstellen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man da hinkommt. Ganz einfach und schön sieht es vor allem auch auf dem Handy aus. Und zwar, das funktioniert ja so, du klickst einmal auf dem Video drauf, dann siehst du hier direkt eine kurze Beschreibung. Man kann damit vielleicht nicht unbedingt anfangen, was bedeutet da, ist das der Name des Videos, was auch immer, aber jetzt kommt es, wenn du darauf klickst, dann öffnen sich ja unten, wenn du diese Queransicht hast, öffnen sich nach unten dann die Kapitel und dann kannst du direkt zu dem Kapitel springen, das dich interessiert. Du kannst zum Beispiel die Geschichte von Charmaine überspringen, du kannst die Dia-Show überspringen, du kannst direkt zu dem Messer springen, das dich dann interessiert, wenn ich entsprechend mehrere Messer vorstelle. Also genau dahin gezielt so springen, so wie deine Zeit es dir erlaubt. Denn ich habe gemerkt, dass meine Videos in letzter Zeit recht lang geworden sind. Also eine halbe Stunde ist es immer mindestens. Manche davon, gerade die letzten, die sind teilweise bis zu 40, 50 Minuten groß oder lang geworden. Auf jeden Fall, wenn du das Messer in der Queransicht hast, siehst du also die Kapitel auf der rechten Seite. Wenn du das Handy in der Hochkantansicht hast, dann siehst du die Kapitel auf der unteren Seite, also unter dem Video. Und das finde ich ja wirklich eine unheimlich tolle Hilfe von YouTube, wie man schnell zu dem gewünschten Kapitel gelangt. Aber jetzt kommen wir zu der Geschichte von Charmaine. Charmaine ist eine Dame, übrigens ein sehr, sehr schöner Name, finde ich ja, wirklich toll, seltener Name. Im Alter von 24 Jahren hat Charmaine ihre Faszination für Messer entdeckt und hat im Urlaub ihr erstes Taschenmesser gekauft, das war ein etwas größeres Opinel-Messer. Dann, als sie nach Deutschland kam, wieder zurück nach Hause, war ihre Leidenschaft für die Taschenmesser so ein bisschen abgeflacht, hat hier und da mal im Baumarkt oder im Supermarkt mal ein Taschenmesser gekauft, bis eines Tages, viele Jahre später, ein Roman gelesen hat. Und in diesem Roman, da war oder hat sich eine gefangen gehaltene Frau mit einem Lagiolmesser mit einer Rose statt der Biene befreit.
Und da hat sie doch ein bisschen die Neugier gepackt und wollte mal schauen, ob wirklich ein solches Lagiolmesser gibt mit einer Rose statt der Biene, wirklich gibt, ob das sowas existiert oder ob das einfach nur der Fantasie des Romanserzählers entsprungen ist. Gesagt, getan, da ging sie ins Internet, hat sie recherchiert und bumm, da kam sie auf unsere Seite. Wir haben nämlich tatsächlich Lagiol-Taschenmesser mit Blumen, auch mit Rosen, eine heißt sogar auch Lagiol-Rose und da hat sie entsprechend uns gefunden und ja, da kam die alte Leidenschaft wieder heraus und sie hat sich ganze 3 Tage mit unserer Seite beschäftigt und sie sagt, sie ist eingetaucht in eine faszinierende Welt der Messer. Ja, hat natürlich logischerweise auf meiner Seite auch direkt die Videos gefunden. Sie fand den Namen Mr. Lagiol sehr schön, ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch und ja, das hat sie auch nochmal sehr angesprochen und hat in ihrem Brief, wo sie dieser Geschichte erzählt, noch ein paar nette, schöne Sachen über mich erzählt, aber die erzähle ich jetzt hier nicht, sonst werde ich ja noch rot. Na, auf jeden Fall, da hat sie schon direkt ihr erstes Messer gekauft und das war Ende letzten Jahres und da hatten wir angefangen mit dieser neuen Geschichte von uns, wo wir praktisch jedem Kunden ein Video, ein Begrüßungsvideo geschickt haben. Und sie war eine der ersten, die diese Begrüßungsvideos bekommen hat. Und überraschenderweise, ich weiß, meine Kunden, wenn die so ein Begrüßungsvideo bekommen, wo die wirklich persönlich angesprochen werden, sind die immer sehr, sehr überrascht. Und sie hat aber auch mit einem Video geantwortet. Normalerweise kann man einfach ein Herzchen schicken oder applaudieren oder einfach ein kurzer Text zurückantworten und man kann aber auch mit einem Video zurückantworten. Das hat sie gemacht und dann war sie auch die Erste, die mit einem Video geantwortet hat und da war ich wiederum total überrascht, einen Kunde wirklich mit einer Videobegrüßung, Rückbegrüßung zu sehen und ja, so kam man sich ein bisschen näher und so haben wir uns ein bisschen mehr darüber unterhalten und sie nimmt auch teil an der Entwicklung von neuen Messern, liefert uns auch Ideen dazu, finde ich ja sehr, sehr nett, schreibt auch immer wieder sehr nette Kommentare und auch E-Mails und nochmal an dieser Stelle Dankeschön für deine vielen netten Kommentare. Ja, das ist die Geschichte von Charmaine. Vielen Dank dafür. Und jetzt hat sie natürlich die Leidenschaft gepackt. Jetzt guckt sie natürlich fast alle Videos von mir. Ich sage fast, weil ich nicht weiß, ob sie sich jedes anguckt. Aber anhand ihrer Kommentare kann ich schon sehen, dass sie natürlich sich viele von meinen Videos anschaut. Und ja, nach und nach hat sie auch das ein oder andere Messer gekauft. Und ich denke, sie wird auch ihr Portfolio oder ihre Sammlung entsprechend erweitern. Kommen wir jetzt nochmal, bevor wir zu der wunderbaren Dia-Show kommen, kommen wir kurz zu der Stammtisch, zu dem virtuellen Lagiol-Stammtisch. Und zwar, das ist unsere Lagiol-Zeit. Das ist einmal in der Woche, jeweils montags von 18 bis 19 Uhr. Und zwar in dieser Zeit öffne ich den Chat. Du kommst dahin, indem du dich auf unsere Seite originallagiol.de anmeldest. Einfach dich da anmelden, dann siehst du direkt schon verschiedene Buttons, wie zum Beispiel deine Rechnungen, die Karmos-Punkte und auch die Lagiol Zeit. Und wenn du darauf klickst, wirst du automatisch auf die Seite weitergeleitet, wo wir diesen Chat machen. Übrigens, es ist kein Videochat. Viele haben so ein bisschen Angst, dass es ein Videochat. Nein, es ist wirklich nur ein Textchat, so wie bei WhatsApp innerhalb einer Gruppe. Und da treffen sich alle Interessierten, die Interesse haben an der Lagiol-Welt. Und dann chatten wir miteinander. Das heißt, wir reden miteinander wie in einer WhatsApp-Gruppe und tauschen uns aus, reden über Messer, nicht unbedingt nur über Lagiol-Messer, sondern einfach über die Messerleidenschaft, aber auch über andere Themen. Im Prinzip so ziemlich ähnlich wie bei, wie man so bei einem Stammtisch in einer Gaststätte vielleicht sich miteinander unterhält über verschiedene Themen. Da kann natürlich auch schon mal Urlaub vorkommen oder Sachen, die man sonst gemacht hat oder tun möchte, Ideen austauschen. Ich stelle dann auch fast immer Neuheiten auch vor, das heißt Messer, die in der nächsten Woche vorgestellt werden. Die zeige ich da auch nochmal, je nachdem mit bessere oder etwas weniger bessere Bilder, sodass man auch eine Idee hat, was kommt demnächst. Manche Kunden interessieren sich auch für die
diese Neuheiten. Das heißt, du siehst die dort auch, bevor überhaupt in den Shop oder in dem Video zu sehen sind. Das ist sehr, sehr interessant. Ich kann dir nur empfehlen, montags von 18 bis 19 Uhr. So, jetzt kommen wir zu der tollen Dia-Show. Es sind natürlich 10 Messer. Es würde ein bisschen dauern. Wenn du das nicht möchtest, die ganze Dia-Show zu sehen, dann spring ruhig zu den Zeiten, die ich hier einblende. Oder, wie ich schon sagte, nutze jetzt die Kapitel. Jetzt weißt du, wie das geht. Viel Spaß bei der Dia-Show. If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call, I don't wanna talk about it. You know that we disagree. You always have to have the last word, don't you? Or you do things that you regret. Maybe you can find somebody new, somebody who knows just what to do. When you get all fired up and you hit where you know it will hurt the most, somebody who see what you see, but it won't be me. If you care about me at all, you should respect my boundaries. Don't come knocking on my door, 'cause it's scary, you must know. After everything we've been through, this can't go on no more. You never felt the limits holding you back. Can't go on no more. Ich denke, während der Dia-Show hast du schon direkt deine Präferenzen für das eine oder andere Messer, was du dir gleich noch in Ruhe anschauen möchtest. Und wenn du das möchtest, direkt zu dem Messer zu springen, wie schon sagte, nutze die Kapitel. Wobei, speziell in diesem Video wird es ein bisschen schwieriger zu springen, wo du unbedingt möchtest, weil ich zeige ja nicht nur jedes einzelne Messer, sondern ich vergleiche die auch immer wieder miteinander, weil darum geht es ja in diesem Video. Nicht, dass ich 10 neue Messer vorstelle, sind ja gar nicht neu, die habe ich schon eine Weile im Programm, sondern in diesem Video geht es speziell darum, dass man auch 2, 3 miteinander direkt vergleicht, sich miteinander anguckt, wie sehen die Unterschiede in der Maserung der Hölzer oder entsprechend bei dem Wildschwein, bei dem Warzenwildschwein oder Giraffe, wie sehen da die Unterschiede aus, wie kann man super, super vergleichen, die Unterschiede, die Oberflächenstruktur, die Breite, die Dicke, die Preise und auch natürlich die Gewichte. Also schauen wir uns das mal direkt an. Übrigens, wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und vor allem den Daumen nach oben. Ich würde mich natürlich darüber sehr freuen. So, jetzt gehen wir zu den Taschenmessern. Hier sind die 10 Taschenmesser. Erstmal wie immer in einem kurzen Vergleich. Nochmal, damit du den Überblick hast über die Preise, die Gewichte und auch die Materialien. Wir haben hier ein Ebenholz und zwar nennt sich dieses Ebenholz Laos. Ebenholz, es kommt ja aus Laos und hier sieht man das Besondere, dass normalerweise ist Ebenholz komplett schwarz. Wir haben hier aber schwarz und braun und das ist eben halt diese Besonderheit bei dem Laos Ebenholz. Es kostet 174 Euro, 92 Gramm.
Dann haben wir hier Warzenschwein, ein sehr, sehr interessantes Material, vor allem auch in der Oberflächenstruktur, werden wir uns gleich angucken. Die sind ja nicht so ganz glatt, speziell bei der Schmiede Le Fidel. Die nehmen ja eine Oberfläche, die relativ uneben ist, das heißt, es wird nicht nochmal poliert, aber wir kommen gleich dazu. Es kostet 324 Euro, das ist hier das zweitteuerste Messer in dieser Sammlung. Dieses hier mit dem Mammut-Backenzahn ist das höherpreisigere. Dann haben wir hier ein Gewicht von 107 Gramm, das ist das schwerste hier, wir werden gleich sehen warum. Dann haben wir hier eine Esche-Knorre, sehr schön marmoriert, für 208 Euro, 90 Gramm. Dann haben wir hier 91 Gramm, auch 208 Euro goldene Buche. Man sieht ja auch in der Farbe, das ist sehr, sehr goldig, im Prinzip so ähnlich wie dieses Messer. Schauen wir uns gleich nochmal im Vergleich an. Dann haben wir hier ein Marmorholz. Wir werden sehen, warum das Marmorholz hat. Das hat so eine Marmorstruktur, also sehr, sehr außergewöhnlich, für 143 Euro. Dann haben wir hier die Giraffenknochen, hier speziell auch blau eingefärbt. Giraffenknochen ist normalerweise relativ hell weiß. Und hier ist es blau eingefärbt, und weil natürlich der Knochen die Farbe nicht immer gleichmäßig aufnimmt, haben wir hier unterschiedliche Flächen, mal ganz weiß, fast schon so wie ursprünglich der Knochen ist, mal hellblau, mittelblau und hier sogar richtig tiefblau, also ganz unterschiedliche Farbtöne, sehr, sehr schön immer, finde ich. Dann haben wir hier den Mammut-Backenzahn, diesmal in Gelb, mit dem Namen Yellow Cap, mit 102 Gramm und 478 Euro. Dann haben wir hier eine sehr schöne marmorierte Kastanienknorre, also wahnsinnig toll marmoriert. Vor allem, wenn man sich gleich aus der Nähe anguckt, werden wir sehen, wahnsinnig toll. Das kostet 208 Euro, genauso wie diese zwei, und 90 Gramm. Also die meisten haben 90 Gramm, also 90, 91 Gramm, einige wenige haben 100 Gramm, und dann der Warzenschwein und Mammutbackenzahn haben 207 Gramm. Hier haben wir dann ein marmorierter Bergachorn, also es ist relativ gelblich in der Oberfläche, das ist goldig, das, wenn wir es gleich aus der Nähe angucken, werden wir den Unterschied sehen. 91 Gramm, 214 Euro, und das letzte ist ein Amorettholz, also Schlangenholz, das sieht wirklich aus wie so eine Schlange, für 145 Euro und 93 Gramm. Wie ich schon sagte, die Qualität ist bei allen gleich. Also wir haben da so die gleiche Qualität an Messerverarbeitung. Alle die gleiche Anzahl von Platinen. Relativ ähnlich in der Oberflächenstruktur bzw. in der Struktur der Gilochage. Und auch die Klinge ist gleich. Wir haben 12-27 Stahl, zwei Mitres, also zwei Metallbacken. Insofern sind ja alle, wie wir gesehen haben, relativ gleich in der Qualität. Die Preisunterschiede erklären sich demnach fast ausschließlich durch zwei Sachen. Das muss man ein bisschen verstehen. Das eine ist ganz klar natürlich das Material, also Warzenschwein und Mammut-Backenzahn ist natürlich erheblich, also wirklich sieht man ja schon fast das doppelt so teuer wie, oder mehr als doppelt so teuer wie die anderen Hölzer zum Beispiel. Giraffe ist auch ein bisschen teurer. Und der Preisunterschied ist aber auch dadurch, je nachdem, wie lange das Messer bei uns gelagert hat, darf man nicht vergessen. Das heißt also, gerade im letzten Jahr, also 2022 und jetzt auch in 2023, ändern sich die Preise sehr, sehr stark aufgrund der Knappheit der Materialien, neue Gesetze in der EU bei dem Import der verschiedenen Materialien. Und aus dem Grund verändern natürlich und erhöhen natürlich die Schmieden die Preise, so auch Le Fidel. Das heißt also, wenn ein Taschenmesser, das ich hier vorstelle, wir werden gleich sehen, das kostet zum Beispiel 145 Euro, das andere 208 Euro, das sind also mehr als 50 Euro. Und da fragt man sich, wieso? Es ist fast das gleiche Messer, die Materialien, die kosten auch ziemlich ähnlich, das ist ja kein 50, 60 Euro Unterschied in den Hölzern. Das erklärt sich zum Beispiel dadurch, dass eine Messer etwas älter ist, das heißt, wir haben es etwas länger gekauft, zu einem günstigeren Preis. Und wenn das Messer jetzt neu geliefert wird, wenn wir es dann mal im Laufe des Jahres neu bestellen, dann wird es ziemlich sicher auch
208 Euro kosten. Wenn sogar nicht so ist, dass die 208 Euro Messer vielleicht 215, 220 Euro dann kosten, müssen wir natürlich gucken, wie die Entwicklung dieses Jahr ist. So wie ich beobachten kann, wird zumindest bei den Materialien, die aus denen die Messer sind, nicht so große Preissprünge geben dieses Jahr. Im Moment ist so, dass die Inflation sich auch ein bisschen beruhigt, genauso wie auch alle anderen Preise. Ich denke mal, 2023 wird nicht mehr so ein Sprung sein wie von 2021 zu 2022. Ja, aber dennoch, wenn ich natürlich neue Produkte einkaufe, das gleiche nochmal neu einkaufe, und das ist hier zum Beispiel 2021 als Beispiel auf Lager mit einem Preis von 2021. Wenn es jetzt in 2023 neu kommt, wird natürlich ein ganz anderer Preis sein. Nicht, dass man sich wundert, und auch nicht, dass man sich wundert, dass hier die Preise so dermaßen unterschiedlich sind, aber das komme ich nochmal gleich dazu. Wir werden uns das nochmal in Ruhe anschauen. Also kommen wir jetzt auch, tauchen jetzt ein in die faszinierende Welt der Lagiol Taschenmesser. So, fangen wir an hier mit einem Taschenmesser, mit dem Laos Holz. Und wie ich schon sagte, ist das hier wirklich wunderbar interessant, weil es einfach diese schwarzen Strukturen hier hat, mal komplett über die gesamte Länge, mal hier nur in der oberen Seite. Das sieht ja aus, wenn man sich auf dem ersten Blick anguckt, wie schon verbrannt. Na, verbrannte Hölzer sehen ja auch so schwarz aus, wobei natürlich dann die gesamte Oberfläche kaputt wäre. Aber hier sieht wirklich aus, als wenn das hier verbrannt wäre und das andere eben nicht. Hier ist aber nicht der Fall. Das heißt, die schwarze Färbung ist wirklich absolut natürlicher Art. Also ich finde diese schwarze, wirklich dunkelschwarze Färbung hier wahnsinnig faszinierend bei Hölzer. Gerade auch richtig schwarze Ebenhölzer sind wirklich total faszinierend für mich. Wir haben hier zwei Metallbacken, so eine typische Machweise von Le Fidèle. Und wie ich eben sagte, wir haben hier eine Brückengilochage, die wirklich typisch ist für Le Fidèle. Wir haben hier eine Platine, die ist hier etwas dicker als bei den anderen Mitbewerber, so dass hier natürlich auch ein bisschen mehr Platz für die Gestaltung bleibt. Das heißt, diese Messer sind etwas breiter als normalerweise und auch ja, finde ich ja auch in der Gilochage sehr interessant. Ist nicht so ganz, ganz filigran, ja, wie vielleicht andere Editionen. Dafür ist der Preis hier entsprechend interessant. Wie ich sagte, zwischen 143 und ungefähr 208 Euro, wenn man so die Materialien ähnlich vergleicht. Und dann eine Biene. Das ist auch eine typische Biene, wie Le Fidèle die gestaltet. Das ist auch so ein Markenzeichen von denen. Und in der Ausführung Brosé. Brosé heißt also, dass die Materialoberfläche mattiert ist. Und hier haben wir auch den schönen Fall, dass die gesamte Klinge praktisch nochmal gilochiert ist. Das ist bei allen Taschenmesser so und es ist bei allen unterschiedlich. Also hier können wir sehen, zum Beispiel, ein bisschen schräg, kann man das besser sehen. Wir haben hier eine andere Gilochage, zum Beispiel hier eine etwas aufwendigere Gilochage als hier. Aber in der Rückengilochage ist durchaus ähnlich. Das heißt also, ich würde sagen, von der Arbeit her, die man brauchen würde für diese Verarbeitung der Taschenmesser, ist die gleiche Arbeitszeit. Dennoch haben wir hier bei dem Taschenmesser mit dem Amorettengriff einen Preis von 145 Euro und hier 174 Euro. Dieses Taschenmesser ist neu gekommen jetzt, vor ungefähr anderthalb Monate. Dieses hier ist ungefähr ein Jahr alt. An dieser Stelle nochmal kurzen Hinweis, die Taschenmesser von Le Fidèle, die lassen sich etwas schwerer öffnen als die normalen Taschenmesser. Das heißt also, ich brauche hier ein bisschen mehr Kraft zum Öffnen und Schließen. Hier, dieses Messer ist richtig mittig. Aber nochmal ganz kurz als Hinweis, ganz allgemein. Ich erkläre immer wieder, dass die Schmieden so wie die Automarken sind. Das heißt, sie haben unterschiedliche Ansprüche an die Verarbeitung. Und
Das ist ja so, dass manche sprechen wie ein Mercedes sind, manche wie ein Skoda, wie ein VW, wie ein BMW. Also wirklich unterschiedliche Qualitäten, obwohl die Materialien, zum Beispiel das 1227 und das Holz sogar, gleich sind. Ja, das heißt, wenn man dieses Taschenmesser zum Beispiel von einer anderen Schmiede nehmen würde, dann würden wir nicht mehr 174 dafür bezahlen, sondern vielleicht 200, 210 Euro bezahlen. Dafür würde sich das Messer ein bisschen leichter öffnen. Ja, dafür wäre vielleicht möglicherweise die Verarbeitung hier und da, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel hier, sieht man ja, ne, das kann man sehen, das ist wirklich ein Zehntel Millimeter, ja, das ist ungefähr ein Zehntel Millimeter Platz, ne, Abstand. Ja, hier ist wiederum perfekt verarbeitet, aber daran, an solche minimalen Sachen kann man sehen, wodurch die Schmieden sich unterscheiden, sprechen, ja. Und eine andere, wo ich eben sagte, 40, 50 Euro mehr kosten würde, wäre vielleicht diese kleine Spalt hier nicht so zu sehen. Und es würde natürlich leichter auf und zugehen. Das heißt, hier geht wirklich, wenn ich hier öffne, brauche ich ein bisschen mehr Kraft, ja, und auch hier sieht man ja, ne? Das heißt, es ist nicht so flüssig, ja. Hier auch muss ich ein bisschen mehr drücken. Und ich werde immer wieder gefragt, wie kann man das ändern? Das kann man ändern, indem man hier an dieser Stelle, ja, ein paar Tropfen Öl hineintut, zum Beispiel einfach Sonnenblumenöl, Leinenöl. Bitte nicht Olivenöl, der hat sehr viel Pflanzanteile noch drin von dem Olive, und es ist auch gut so, das riecht und schmeckt natürlich so viel besser, aber deswegen ist es nicht so ganz klar, nicht so ganz ja, frei von möglichen Schwebstoffen. Deswegen würde ich dann eher Leinöl oder Sonnenblumenöl nehmen, da ein paar Tropfen reintun, dann ein paar Mal auf und zu machen, vielleicht 10, 20 Mal, und das ist schon so ein bisschen das Maximum, was man dann erreichen kann an bessere Gängigkeit. Das heißt, noch mehr Erfolg wird man da nicht erzielen, egal wie man das entsprechend öffnet und schließt. Und wenn man das nicht möchte, wenn dann immer noch nicht für einen selber leicht genug öffnet und schließt, dann ist es gar kein Problem. Mach dir keine Sorgen, du kannst natürlich uns das Messer zurückgeben, auch wenn du da ein bisschen Öl da reingetropft hast. Achte darauf bitte, wenn du das tust, dass natürlich nicht zu viel da rein tust. Ansonsten hast du alles voller Öl. Wir reden hier wirklich von ein, zwei Tropfen. Am besten, du nimmst ja so ein Wattestäbchen für die Ohren, tauchst du da in dem Öl rein und dann tupfst du dann hier die Stellen natürlich mehrmals, vielleicht zwei, dreimal, und das, was von diesem Ohrstäbchen da reintropft, reicht völlig aus, damit das Gelenk schon direkt ein bisschen besser geht. Aber wir reden hier vielleicht von einer Verbesserung von, ich würde sagen, 5 bis 10% besser. Es wird jetzt nicht 50% besser sein, weil einfach hier die besser und stärker zusammengedrückt sind als bei anderen Schmieden. Das heißt, eine erhebliche Verbesserung wird man nicht erwarten können. Aber vielleicht sind das genau die 5 bis 10%, die für dich entsprechend ausreichen. So. Und wenn wir jetzt beim Thema Vergleichen sind, schauen wir uns einfach mal dieses Messer verglichen, zum Beispiel mit der goldenen Buche. Wenn man hier diese zwei Materialien sich anguckt, kann man hier doch ziemlich gut sehen, das ist wirklich golden von der Farbe her und das ist wirklich braun. Also ich denke, das kann man hier ziemlich gut sehen. Und man sieht auch gleichzeitig hier, was bedeutet eine glänzende Oberfläche. Man kann mich ja sehen. Und in der matten Oberfläche kann man überhaupt gar nichts sehen. Kann man auch nochmal super den Unterschied sehen. Und auch hier zum Beispiel sieht man meine Fingerabdrücke, als ich das vorhin geöffnet und geschlossen habe. Und obwohl ich es eben kurz gereinigt habe, hat es nicht ausgereicht. Da muss ich also noch mehr reinigen, damit die Fingerabdrücke gehen. Das ist natürlich der Nachteil bei einem glänzenden Messer. Der Vorteil ist, dass es eben halt sehr schön glänzt. Rückengelochage ist auch ziemlich ähnlich, die Biene ist gleich. Aber wir haben hier entsprechend Preise von 208 Euro zu 174 Euro. Und das lässt sich einmal erklären. Natürlich ist die goldene Buche seltener, das heißt, die ist auf jeden Fall etwas teurer als die Laos-Komponente hier in Ebenholz. Aber vor allem auch, wie ich schon sagte, durch diese zeitliche Einkauf und die damit bedingte erhöhte Einkaufspreis. Und
Und nochmal vergleichen von der Marmorierung her, wäre das vielleicht mit diesem hier. Das ist ein marmorierter Bergahorn. Auch hier sehr farbintensiv. Das ist wirklich tatsächlich gelb. Auch wenn hier natürlich durch das Licht hier im Studio die Farben ein bisschen anders sind, als wenn man es zum Beispiel draußen halten würde, aber das ist tatsächlich gelb, ne? Und das ist hier braun. Aber wenn man sich das anguckt, erst in der Schattierung sieht man hier die Marmorierung, während wir hier eine viel stärkere Marmorierung haben durch das Schwarz-Braune. Auch sehen wir hier natürlich, dass die Schmiede sich hier entschieden hat für einen Kreis statt dem Kreuz. Und das ist hier bei fast allen Messern der Fall. Es sei denn, hier ist es nicht. Das hat andere Gründe. Da kommen wir gleich dazu. Ja, das zweite Messer ist das Messer mit dem Warzenschweinstoßzahn. Und hier verarbeitet die Schmiede etwas Besonderes. Und zwar sieht man hier auch in dieser Ansicht, schaut mal, das ist wirklich sehr, sehr komisch. Sieht ja fast schon irgendwie kaputt aus, so verformt. Das liegt einfach daran, dass das wirklich die Oberfläche ist von dem ursprünglichen Stoßzahn. Ja, wir können uns mal eben vielleicht einen Stoßzahn angucken, einen echten Warzenschweinstoßzahn. Und zwar, ich habe hier mal zwei Stoßzähne von schwarzen Warzenschwein für euch mal vorbereitet. Kann man ziemlich gut sehen. Das ist hier sehr, sehr groß. Ich zeige vielleicht lieber hier. Das heißt, wir haben hier ein sehr großer, dicker Stoßzahn. Und wenn man sich das ein bisschen anguckt, wir haben hier, also auch übrigens ziemlich im Durchmesser, ziemlich dick, kann man sich vorstellen, wer da mit voller Kraft da gegen irgendwas haut, geht schon kaputt, ob es ein anderes Tier ist oder Mensch. Na, auf jeden Fall kann man hier in der Oberfläche sehen, hier von der Seite, das entspricht so ungefähr dem Messer, was wir hier haben von Le Fidèle. Hier ist ein bisschen dünner, hier kann man noch, vielleicht sage ich hier, vielleicht noch besser sehen. Das heißt, diese Oberfläche ist sehr unregelmäßig. Es ist nicht so schön glatt wie bei einem Elefanten- oder Mammutstoßzahn, sondern es hat wirklich eine eigene, hier kann man auch so sehen, das heißt hier so eine eigene Form. Und es gibt manche Schmieden, die nehmen natürlich diese diese Form, die jetzt einmal so unförmig ist, die polieren die glatt, so dass dann wirklich so aussieht wie dieses Messer, also wenn man hier die zwei vergleicht, ja. Das heißt also, manche Schmieden polieren das runter wie dieses Messer, da sieht das genauso aus. Und andere eben halt wie Le Fidèle lassen wirklich die originelle Struktur. Und da kann man auch hier sehen, wenn man es hier mit dem hier vergleicht zum Beispiel, kann man wirklich sehen, das entspricht so ungefähr dem ursprünglichen Material, ne? Wie die Oberfläche von dem ursprünglichen Stoßzahn tatsächlich ist. Und deswegen sehen die auch so ziemlich unförmig aus, aber ich finde es einfach total schön. Und wenn man diese Oberfläche hier schön gleichmäßig machen würde, wie diese anderen Taschenmesser, dann würde natürlich dieses wertvolle Material einfach verloren gehen. Und auch die Oberflächenstruktur würde verloren gehen. Es kommt natürlich darauf an, was möchtest du haben? Möchtest du ein richtig tolles, glattes Messer? Das sieht aus wie, wenn man diese Warzenschweinstoßzahn richtig glatt poliert, dann sieht es aus wie ein Elefantenelfenbein oder Mammutelfenbein. Da kann man wirklich fast gar nicht mehr unterscheiden, es sei denn, man ist wirklich Profi oder steht auf der Rechnung. Ansonsten, wenn man zwei solche Messer in der Hand halten würde, würde man die kaum voneinander unterscheiden. Und hier durch diese Oberflächengestaltung, dadurch, dass es so übrig gelassen wird, damit kann man das eindeutig definieren. Das ist definitiv Warzenschwein-Stoßzahn. Und jetzt schauen wir mal hier, weil wir bei Knochenmaterialien sind, das Material hier von der Giraffe, Giraffenknochen. Ich finde beide Materialien sehr außergewöhnlich. Wir haben hier einen Preis von 324 Euro und hier 234 Euro, also nochmal gute 100 Euro Unterschied in den beiden Materialien, obwohl die Taschenmesser, wie man hier sieht, von der Verarbeitung her relativ ähnlich sind.
ähnliche Biene, Länge, Größe, Material, beide sind matt, also alles eigentlich gleich, nur eben halt von der Material her unterschiedlich. Und wenn man sich das mal anguckt, hier haben wir dieses glatte, das heißt also theoretisch hätte die Schmiede dieses Material, wie ich eben sagte, genauso hinbekommen können. Aber das finde ich so absolut spannend, einmalig. Ja, wie ich dachte, das hier ist auch das schwerste von allen. 107 Gramm. Selbst das versteinerte Material hier, das ist praktisch das Mammut-Backenzahn, gefüllt mit Kunstharz, hier in der Farbe Gelb, ist es 102 Gramm, also immer noch ein bisschen leichter als dieses hier, eben halt auch durch die Dicke. Und vom Preis her 478, 324. Das heißt, wir haben hier wirklich unterschiedliche Materialien, auch vom Preis her, ne, 234, 324, 478. Das heißt also, Mammut-Backenzahn ist eben halt das teuerste hier. Also für mich ist dieser Warzenschweinstoßzahn wahnsinnig faszinierend, vor allem wenn man sich auch vorstellt, dass man sowas dann verarbeitet hat. Also ich muss nochmal sagen, die Warzenschweinstoßzähne, die man hier benutzt, die werden nicht speziell umgebracht, also die Warzenschweine, ja, sondern hier sind wirklich tote Warzenschweine, die entweder von Raubtieren gegessen wurden oder entsprechend einen natürlichen Todes gestorben sind, die werden nicht speziell gejagt. Also nochmal, nicht, dass ihr denkt, manchmal bekommen wir schon mal Kommentare, schade um die Tiere und so weiter. Nein, da achten natürlich die Schmieden schon ganz genau darauf, auch durch die EU-Gesetze. Man kann nicht einfach jede beliebige Material, genau auch bei den Giraffen. Bei den Giraffen bekommt man ja auch schon die ganzen großen Knochen teilweise. Hier das, sieht man ein Bild von der Schmiede Lagiol Enobrac. Die haben natürlich ein riesen Lager mit ganz vielen Materialien, unter anderem auch so einen Giraffenknochen. Auf jeden Fall, das sind ganz strenge Gesetze, wo alles nachgewiesen, nachgeprüft werden muss, sodass man sich also keine Sorgen machen muss, dass man speziell dafür die schwarzen Schweine umgebracht hat. Also das fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an, sehr, sehr schön. Kann man so mit leider nichts anfangen. Es ist wirklich nur so ein Stück, das die Schmieden nicht gebraucht hat. Also das habe ich dann entsprechend erworben, damit ich euch hier zeigen kann, wie die Stoßzähne aussehen. So, kommen wir zu dem nächsten Material. Das ist hier eine Esche-Knorre. Und hier finde ich die Strukturierung, die Maserung, wahnsinnig interessant. Hier können wir das Taschenmesser vergleichen, zum Beispiel mit diesem hier. Das ist auch so in der, nicht in der Farbe, aber durchaus in der Maserung. Ich denke, die lassen sich sehr gut vergleichen. Wir haben einmal Kastanienknorre und das war Escheknorre. Also diese Knorrematerialien sind sehr, sehr interessant, wobei hier die Kontraste noch mal stärker sind bei der Kastanie. Wir haben hier einen Preis von 208 Euro und hier auch 208 Euro. Das heißt, die kosten beide gleich viel. Das hier ist eine Farbe, möchte ich mal so sagen, wenn man das hier nicht so im Video so gut rüber käme. Das ist Brauntöne, hell und dunkelbraun bis beige. Während wir hier eher braun Richtung grau hineingeht. Sehr interessant, also eine Farbe, die kann man eigentlich kaum beschreiben. Das ist weder richtig grau noch richtig braun. Also hier sind natürlich die braunen Stellen, kann man sehr, sehr gut sehen. Hier vorne, hier ganz dunkelbraun, hier ist sehr gut braun zu sehen. Aber hier die anderen sind, ja, das ist wahnsinnig schwierig. So beige, braun, beige, grau, sehr, sehr interessante Färbung. Na, hier kann man sehen, das ist wirklich wahnsinnig faszinierend ist, aber auch komplett unterschiedlich. Selbst das gleiche Messer hat völlig unterschiedliche Marmorierungen. Total interessant.
Klinge. Das war ja im Prinzip genauso wie bei dem ersten Messer, die Klinge, die geloschiert. Hier war es ein bisschen anders. Jetzt kommen wir zu der goldenen Buche. Das wäre dieses goldene Material. Das vergleichen wir das dazu mit diesem etwas gelblichen. Das ist ja diese marmorierte Bergahorn. Und hier kann man doch ziemlich gut sehen, dass das wirklich relativ gelblich ist, während das hier relativ golden ist. Also für Hölzer sehr, sehr faszinierende Farben, finde ich beide. Wobei ich persönlich das Goldene ein bisschen besser mag, wenn man mich fragen würde, aber hier haben wir auch nochmal diese sehr interessante Marmorierung hier in der Farbe. Das heißt, hier nochmal so eine braune, ja, so sehr schön braune, filigrane Marmorierungen auf beide Seiten, während wir hier bei dem Gelben relativ konstant gelb ist, wenn man sich genau anguckt. Ich weiß nicht, ob das hier so in der Vergrößerung noch gut zu sehen ist, weil hier vielleicht zu viel Licht ist, aber hier ist einfach ganz viele kleine, ja, ich würde sagen, so braun-gelbe Bereiche und Marmorierungen, die auch sehr, sehr schön sind, wenn man sich aus der Nähe anguckt. Dafür hat dieses hier diese großen Marmorierungen in fast schwarz, dunkelbraun, dafür aber in der Detail keine Marmorierung oder keine richtig spannende Marmorierung. Dafür hat man hier ganz, ganz kleine, da kann man sich schon fast verlieren, wenn man das sich das anguckt, ganz viele kleine, hochinteressante Marmorierungen und Maserungen, sehr, sehr interessant. Also beide sind sehr faszinierend, finde ich. Das war ja dieses glänzende Material. Auch hier die ganze Klinge ist entsprechend geloschiert. Das nächste ist Marmorholz. Und das schauen wir uns ja richtig mal ganz aus der Nähe an. Schau mal, das ist hier wirklich ganz, ganz feine Marmorierungen und hier auch wirklich wie bei einem Marmorstück. Also wenn man so ein Marmorstück hätte in der Farbe, könnte das durchaus so ziemlich ähnlich aussehen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Name Marmorholz kommt, aber das kommt dem Marmor schon wirklich ziemlich nah. Sehr interessant. Das ist ja 143 Euro, das liegt auch daran, dass wir eben halt den alten Preis hier noch haben. Und das kann man vielleicht gut vergleichen mit dem Schlangenholz. Auch hier ganz interessante Strukturen, wie bei einer Schlange. Beide Messer fast gleichwertig vom Preis her, 145, 143 Euro. Das hier auch nochmal mit der Esche Knorre vergleicht, kann man ziemlich deutlich sehen. Und zwar, wir haben hier relativ grobere Strukturen, wenn man sich das anguckt, das heißt durchaus Linien, während wir hier immer wieder unterbrochen haben. Das heißt, wir haben hier keine durchgängige Linie, egal ob in dem helleren Bereich oder im dunkleren Bereich, die werden immer wieder unterbrochen durch nochmal feine Farbnuancen, während wir hier Linien haben, die wirklich teilweise durchgehen. Na, kann man hier sehen, also richtig schön durch. Also man kann sich in dieser Messervergleichen hier wirklich fast schon verlieren, möchte ich mal sagen. Also hier kann man auch nochmal deutlich sehen, schau mal, wie fein filigran diese Unterschiede sind hier in dem Holz, während wir hier eher diese längeren Linien durchgehen, die eine Farbe haben, aber auch trotzdem sehr, sehr faszinierend. Beide, also wirklich absolut einmalig. Ist natürlich schlecht, dass ich jetzt nicht sage, irgendeins ist vielleicht nicht so schön, aber die sind wirklich alle sehr, sehr faszinierend. Und ich muss sagen, wenn man sich hier so eine Kollektion zum Beispiel anguckt,
ja, mit unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Holzarten und Materialien. Da ist wirklich wunderschön, wenn man eine solche Kollektion hat und sich das anguckt und dann wirklich sich da fast schon, wie ich schon mehrmals betont habe jetzt, verliert in diese Marmorierung, in diese Ziselierungen und in diesen Hölzer alleine schon, geschweige denn natürlich von der restlichen Arbeit an dem Messer. Deswegen finde ich sehr, sehr faszinierend, wenn man eine Kollektion an Messer hat aus unterschiedlichen Materialien, nicht nur unterschiedlichen Schmieden, wo auch verschiedene Verarbeitungsqualitäten und Ziselierungen, Bienen und so weiter sind, sondern allein schon von den gleichen Schmieden, wenn man unterschiedlichen Hölzer hat, da kommt man schon voll auf seine Kosten, weil diese Schmieden, die suchen sich natürlich auch die Materialien aus, die wirklich wunderschön sind. Ne? Das heißt also, die wissen auch, dass Lagiol nicht nur Messer sind, sondern Kunstwerke mit Schneidefunktion. Und aus dem Grund suchen sich auch die besten Materialien heraus, damit man, wenn man zu Hause also eine solche Kollektion oder Sammlung hat, sich da auch alles anschaut. Und ich finde, man hat wirklich Freude daran, wenn man das sich anguckt. Schaut mal diese wunderbare Vielfalt an Materialien. Da kriegt man nur direkt Freude und da hat Spaß, das alles in die Hand zu nehmen, sich anzugucken, zu drehen, zu schauen, seine Fantasie entsprechend freien Lauf zu lassen und sich alles Mögliche vorzustellen. So auch hier, diese Taschenmesser zum Beispiel haben wir noch nicht gehabt, mit dem Marmorholz haben wir schon gehabt. Jetzt kommen wir zu dem Messer mit den Giraffenknochen. Und wie ich eben sagte, die Knochenoberfläche nimmt die Farbe unterschiedlich auf, sodass wir hier auch unterschiedliche Färbungen haben. Mal eben halt dunkelblau, hellblau, hier teilweise weiß. Sehr, sehr spannend. Und die Oberfläche ist natürlich total glatt, wunderschön gemacht. Auch hier mit den Nieten, das heißt, wenn man mit der Hand drüber geht, da spürt man einfach keine Hebung. Alles wunderbar verarbeitet. Wenn man da schon dabei ist, kann man gleich diese zwei miteinander vergleichen. Also einmal Knochen, und zwar Zahnknochen von dem Mammut und einmal Knochen von der Giraffe. Die Giraffenknochen sind sehr, sehr lang, sehr, sehr groß. Sieht auch sehr schön aus, fast schon wie von einem Dinosaurier, wenn man sich die mal genau anguckt. Und die Knochen von dem, beziehungsweise die Backenzähne von dem Mammut, die sind auch, wie man hier sieht, so etwas dunkelbraun, wenn man sich das anguckt, dunkelgrau. Sind ja versteinert und dazwischen hat man entsprechend gefüllt mit dem mit Kunstharz. Ich zeige noch mal ganz kurz, wie ein solcher Zahn aussieht, dass man sich noch so eine Vorstellung hat. So sieht übrigens ein Backenzahn aus von einem Mammut, hier kein besonders großer. Und zwar haben wir hier diese lamellenartige Aufbau der Knochen. Des Backenzahns und das wird entsprechend aufgefüllt mit Kunstharz und dann geschnitten. Und beim Auffüllen des Kunstharzes haben wir dann diese unterschiedlichen Farben, Rot, Grün, Blau. Ich zeige nochmal hier eben kurz, was alles an Farben möglich ist. Und dann eben haben wir diese Lamellenstruktur, das heißt, so gut wie alle Messer mit Mammutbackenzahn haben diese Streifen hier, diese Querstreifen entsprechend dem Aufbau des Mammutbackenzahns. Das ist hier nicht die natürliche Farbe, das wurde hier nochmal ein bisschen aufbereitet und vorbereitet, damit natürlich auch lange hält und nicht auseinander geht. Das heißt, das ist die Oberfläche ist hier nochmal geschützt. Deswegen glänzt auch so das Material. In der Natur ist es wirklich nicht so glänzend, es ist dann eher versteinert. Ja, das hatten wir eben schon gehabt, diese wunderschöne Kastanienknorre.
Das finde ich wirklich wahnsinnig faszinierend von dem Material her. Ne? Und man muss sich vorstellen, warum diese Messer auch dennoch jetzt keine 20 Euro kosten. Eine solche Knorre zum Beispiel, ja. Knorre, das sind ja diese runden Ausformungen bei einem Baum. Und da muss man sich vorstellen, wenn man sich einen Baum anguckt, da sind ja nicht allzu viele davon da. Und selbst wenn man das hat, muss man natürlich das mal aufbereiten, vorbereiten, bis man natürlich auch schneidet und dann nur ganz wenige Teile davon sehen so toll aus wie dieses Messer. Ne? Das heißt also, von einem ganzen Baum gibt es nicht allzu viele Stellen, die so wahnsinnig faszinierend aussehen. Deswegen kann man sich auch vorstellen, warum dieses Messer entsprechend 208 Euro kostet, weil eine solche Maserung in einem Holz zu finden, das ist wirklich nicht einfach. Das vorletzte Messer, dieses marmorierte Bergahorn für 214 Euro, das ist wirklich total faszinierend. Ich zeige noch mal ganz kurz hier erstmal die Farbe, aber auch hier diese kurze, diese ganzen kleinen Maserungen hier, wirklich sehr, sehr interessant. Und allein die Farbe schon ist wirklich außergewöhnlich, wenn man das aus der Tasche holt und entsprechend damit etwas macht. Ne? Ist wirklich sehr außergewöhnlich. Auch hier ist die Klinge bis zur Spitze wunderbar ziseliert. Und das letzte Messer, das ist einer meiner Lieblingsmaterialien, dieser Amuret, dieses Schlangenholz. Und zwar, das ist wirklich, ich finde es einfach total ungewöhnlich für ein Holz. Genauso wie ich diese Laos-Ebenholz außergewöhnlich finde, finde ich auch dieser Amuret-Holz wahnsinnig interessant, weil es sieht wirklich aus wie eine Schlange. Ne? Es gibt viele Schlangen, die genau diese gleiche Maserung, oder nicht Maserung, diese Strukturierung in der Haut haben. Und das sieht hier wirklich wie ein Schlangenholz, wie eine Schlange aus. Und da ist wirklich auch ungewöhnlich, wenn man es in der Hand hält, genauso wie Ebenholz, das wirklich pechschwarz ist. Kann man sich kaum vorstellen, dass ein völlig natürliches Holz so schwarz aussehen kann. Das kann man auch mit kaum einem Messer vergleichen, weil diese Struktur, das ist absolut einmalig einfach. Jetzt haben wir hier diese fantastische Vielfalt gesehen an unterschiedlichen Materialien, versteinert bis eben halt Knochen von Giraffe oder von einem Warzenschwein, verschiedene Hölzer. Ich denke, das war hier auch sehr interessant, das alles wirklich aus der Nähe zu sehen und auch direkt zu vergleichen. Und ich finde es wirklich faszinierend, wenn man mit einer Sammlung beginnt oder hat, dass man wirklich unterschiedliche Materialien hat. Und hier hat man jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, wie so etwas aussieht. Und bei mir ist es ja so, dass einfach das Herz voller Freude ist, wenn ich diese wunderbare Vielfalt habe. Und dann vergisst man die Alltagssorgen, wie ich schon bereits in einem der Berichte gesagt habe, bei einem der Kunden, der eben halt eine ganz große Kollektion hat. Und wenn er die Messersammlung auspackt, allein schon das Auspacken und teilweise auch die verschiedenen Düfte, auch wenn man Wacholder hat, das riecht wahnsinnig toll. Und wenn man die entsprechend irgendwie verpackt hat, die Messer, und dann öffnet und dann strömt da so ein Wacholderduft raus. Also einfach nur faszinierend, da bekommt man einfach eine gute Laune. Und da freut man sich, seine Kollektion zu sehen. Und das ist eben das Besondere. Es geht nicht darum, dass man einfach irgendwelche Messer macht, hier sammelt und man sagt, was machst du mit 10 Messer? Ja, das ist eigentlich Quatsch. Ich kann ja nur mit einem schneiden. Aber es geht ja gar nicht darum. Es geht um die Emotionen, die man damit verbindet. Und vielleicht möglicherweise bei jedem Kauf dieses Messers, jedes einzelne Messer eine besondere Emotion damit aufbaut. Und das ist das, was ich immer wieder empfehle. Versuche, den Kauf eines Messers mit einer Emotion zu verbinden. Ob es Geburtstag ist, ob es vielleicht ein Geschenk von irgendjemandem ist oder zum Hochzeitstag oder zu was auch immer für einen besonderen Tag machst oder zu einem Ereignis natürlich auch. Dich belohnst auch mit einem Messer und dann erinnert man sich daran, oh, was weiß ich, 10 Jahre Jubiläum oder
was auch immer du damit verbindest. Und das ist eben schön, wenn du dich erinnerst, nicht nur diese wunderbaren Farben genießt und dich daran erfreust, sondern auch mit jedem Messer, wenn du vielleicht mal später Zähne hast, eine besondere Emotion damit verbindest. Also, oh, das habe ich da und da gekauft. Und da schwelgt man in Erinnerungen, in schöne Erinnerungen. Man schenkt sich ja nicht so einen Gegenstand bei einem schlechten Ereignis. Vielleicht nach einem schlechten Ereignis, vielleicht nach so einem schlechten Jahr wie der 22, wo so viele tausende Sachen passiert sind, die nicht allzu gut waren, auch weltpolitisch nicht und ökonomisch, wirtschaftlich. Und dann belohnt man sich jetzt in Teil 2023 mit einem Messer, weil es vielleicht aufwärts geht, weil es einem besser geht, weil man diese schwere Zeit überwunden hat. Und da verbindet man auch in Zukunft in 10 Jahren damit, oh, weißt du noch, damals, 2023, nach diesen schweren Jahren, da habe ich mich mal belohnt mit so einem tollen Messer. Ja, jetzt könnte ich hier wieder eine Stunde darüber erzählen, aber ich denke, ich mache jetzt mal Schluss. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich, wenn du wieder meinen YouTube-Kanal öffnest und Videos reinschaust. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagion.